Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Video fällt mir überraschenderweise ein bisschen schwer. Ich weiß noch nicht, wie es heißt, aber je nachdem, wie lange ihr mir folgt, ist euch in den letzten 3 Jahren vermutlich aufgefallen, dass ich selten bis gar nicht über nichts rede oder mehr geredet habe. Und ich dachte mir, you know what, das Ganze ist 3 Jahre her, ich bin reifer geworden, ich kann über vergangene Probleme drüber hinwegsehen, denn ich sehe mich nicht als Aufgabe, um der beste Freund von Firmen zu sein, sondern ich sehe mich als bester Freund von euch. Und deswegen möchte ich euch heute ein paar wirklich spannende Nix-Neuheiten testen. Ich habe einen neuen Concealer, einen neuen Primer, was für die Augenbrauen, für die Lippen, so ein paar Oldies und Goodies und wirklich spannende Produkte, die ich vor ein paar Tagen gekauft habe und wirklich gedacht habe, wow, das ist echt spannend. Und ich dachte mir, okay, weißt du, es bringt nichts, wenn man alten Problemen hinterherrennt und nicht offen für Neues ist. Und falls ihr nicht wisst, worum es geht, es gab damals eine kleine Auseinandersetzung mit jemandem von der Marke selber. Das ist aber was, ich glaube, es war selber nur ein Missverständnis. Und dann gab es von mir nochmal vor etwa 2 Jahren eine Aktion zum Christopher Street Day, zum Pride Month, wo ich mich so ein bisschen schlecht behandelt gefühlt habe. Aber ich muss dazu sagen, und das ist auch etwas für mich, wenn ich eine Änderung sehe, dann bin ich der Letzte, der nachtragend ist. Und ich habe eine Änderung gesehen und ich habe mich da sehr drüber gefreut. Und deswegen dachte ich mir, wisst ihr, wir sind alt genug, wir können über so einen Quatsch hinwegsehen und wir probieren die Sachen einmal aus. Bevor es losgeht, freue ich mich, dass dieses Video in Zusammenarbeit mit IGRAL entsteht. Ich nutze IGRAL tatsächlich schon recht lange. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber IGRAL ist ein Cashback-Anbieter, der euch hilft, beim Online-Shoppen dauerhaft Geld zu sparen und sogar Geld zurückzukriegen. Ich nutze das Ganze schon wirklich eine Weile, weil ich das als Team Günstmaus eigentlich richtig, richtig cool finde. Ich shoppe natürlich viele, viele Produkte online, um euch den Content zu geben, unter anderem auch diese Produkte. Es gibt über 1800 Partnershops, mit denen ihr gerade zusammenarbeitet und das Ganze ist wirklich super, super einfach zu nutzen. Das ist kein Abo, ihr zahlt keine Mitgliedschaft, sondern ihr könnt euch das entweder als kleines Plugin installieren, ihr könnt die Gutscheine mit dem Cashback sogar zusammen verbinden. Wenn ihr daran Interesse habt, unten in der Infobox ist ein Link. Wenn ihr darauf klickt, kriegt ihr anstatt 5 Euro Startguthaben schon 10 Euro und ab 20 Euro könnt ihr euch das sogar auszahlen lassen per Banküberweisung oder per PayPal. Das heißt also, ihr werdet für Shoppen belohnt, ihr kriegt Geld zurück und somit werden die Sachen natürlich dann auch umgerechnet wieder günstiger. IGRAL erkennt automatisch alle Cashback-Partner-Shops, ohne dass ihr in die App gehen müsst. Also wenn ihr diesen Plugin habt, wird euch sofort angezeigt, hey, hier kannst du ein bisschen was sparen. Und ich freue mich, dass ich euch das heute zeigen kann, denn dadurch, dass wir online mittlerweile auch sehr, sehr viel Make-up kaufen, unter anderem bei Douglas, wo ich auch die Produkte heute hier gekauft habe, über IGRAL und natürlich einiges wieder an Geld gespart habe, könnt ihr einfach Geld zurückkriegen. Probiert es mal aus, es kostet euch nichts, es ist kein Abo und ihr könnt Geld zurückkriegen. Ich nutze das Ganze natürlich super, super gerne selber, einfach weil ich viel Geld damit sparen kann. Und ich finde, das ist immer so ein Belohnungsding, ne? Wenn man dann sieht, wie die Summe steigt und ihr kriegt halt schon das Doppelte vom Startguthaben, also 10 Euro, und bis zu 20 Euro Auszahlung. Das ist nicht, ihr kriegt das dann als Gutschein, sondern ihr kriegt das wirklich ausgezahlt. Das ist dann wie so eine Belohnung. Und mit sowas kriegst du mich, ja. Also schaut gerne mal bei IGRAL vorbei. Das Ganze kostet nichts, steht unten in der Infobox. Und ich bedanke mich, dass ihr diesen Teil des Videos unterstützt habt, damit ich den Content für euch machen kann, den ich mache. Ich habe nämlich eine Menge Geld ausgegeben, muss ich sagen. Ich war so ein bisschen schock. Ich habe halt lange nichts mehr bei nichts gekauft. Und hab das dann gesehen und dachte mir so, 70 Euro, 80 Euro, das ist schon eine Menge Geld, ne? Für ein bisschen Schminke. Guess what? Wir machen es trotzdem. Und wir starten einfach direkt mit dem ersten Produkt. Ich weiß nicht, ob ihr mir auf TikTok folgt, aber da habe ich diesen NYX Marshmallow Primer ziemlich durch die Decke gehypt. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsprimer. Der ist nur sehr, sehr, sehr stark parfümiert, aber er hinterlässt wirklich ein fantastisches Finish. Es gibt aber was Neues und ich finde die Verpackung so cool. Das kommt jetzt hier in der Kamera gar nicht so krass rüber. Das ist wirklich Neon. Das ist der Plump It Right Back Primer mit Elektrolyten, ein Plumping Serum und Primer. Die Haut soll daraufhin sofort frisch, prall und gesund aussehen. Lieben wir. Verpackung ist cool. Hier sind Elektrolyte drin. Ich muss sagen, also NYX
kann sehr, 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 sehr gute Base-Produkte auf jeden Fall machen. Vor allen Dingen die Concealer und diese ganzen Pudertexturen sind wirklich gut. Da kommen wir aber gleich zu. Jetzt probieren wir erstmal diesen Primer aus. Der ist, glaube ich, auch auf TikTok recht viral gegangen. Der riecht jetzt erstmal so ein bisschen zitrisch, aber angenehm. Ist wirklich wie so ein, wie so eine dicke Hyaluronsäure. Also First Impression fühlt sich sehr gut an. Ich nehme mal noch ein bisschen. Ich habe das jetzt so viel in meinen Händen verteilt. Gerade Foundations benutze, die eher so ein bisschen matter sind, übertreibe ich es ganz gerne mal mit Skincare. Und ich würde das tatsächlich auch als so ein Hybridprodukt zwischen Skincare und Make-up bezeichnen. Was ich sehr, sehr gut finde, ich nehme an, dass es hier das auch mit drin ist. Das ist so ein Pumpspender, der nach oben wandert. Das heißt, ihr kriegt wirklich alles am Produkt raus. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich mache es mal ein bisschen dunkler. Die Haut hat wirklich so einen leichten, frischen Glow. Ich will euch den Marshmallow Primer aber nochmal zeigen. Und den gebe ich mir vor allen Dingen an die T-Zone. Der ist wirklich wie so ein Schaum. Der riecht nach Zuckerwatte. Wenn es den nochmal geben würde, mit einem leichteren Geruch oder mit einem ohne Geruch, wäre das toll, weil das ist wirklich einer meiner liebsten Primer. Ich habe ihn euch schon so oft gezeigt und ihr seht auch den Unterschied wahrscheinlich jetzt. Es mattiert den T-Zonenbereich ein bisschen mehr. Also es verschmelzt so ein bisschen die Poren. Die Base sieht sehr, sehr weich aus. Es gab keine neue Foundation. Ich habe mir hier zwei von diesen Concealern gekauft. Die Bare With Me Concealer Serum. Bin ich gespannt. Wir machen ja eine Foundation drauf. Ich benutze jetzt einfach hier die L'Oreal Infallible 32 Stunden Foundation. Ich glaube, ihr habt das Video schon gesehen. Ich liebe die. Da arbeite ich mir die Foundation einfach mal ins Gesicht und schaue, wie sich der Primer mit der Foundation verhält. Im Idealfall, das ist halt, ich muss halt immer so ein bisschen schauen, dass das, was ich sage, auch Sinn für euch macht. Im Idealfall sehe ich nichts, weil dann weiß ich, dass das Ganze gut funktioniert hat. Meine Hautoberfläche ist natürlich sehr, sehr glatt. Das seht ihr, ne? Es reflektiert alles durch die Pflege, die ich in letzter Zeit benutze, durch die Tools, die ich in letzter Zeit benutze, den Foreo Luna. Okay, ich habe das Gefühl, ich brauche heute weniger Foundation, weil sich sie ein bisschen besser im Gesicht verteilt und verblenden lässt. Es sieht sehr natürlich aus. Die Foundation hat natürlich eine recht hohe Deckkraft, aber First Impression gefällt mir gut. Ich sehe jetzt auch jetzt noch zumindest keinen Unterschied zwischen dem Marshmallow Primer und dem Plump It Right Back Primer, was auch erstmal gut ist. Die Preise, muss ich sagen, sind recht hoch. Also nichts würde ich auch schon wirklich so ein bisschen in die höhere Drogeriepreissegmentrichtung zählen. Aber sie sagen ja auch Professional Make-up und nicht günstiges Drugstore Make-up. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hat sich alles sehr fein und sehr gleichmäßig auf meiner Haut verblenden lassen. Und die Haut sieht tatsächlich frisch aus. Foundation ist natürlich auch schon wirklich gut für genau diese Natural Looks. Aber First Impression, fein. Jetzt haben wir diese zwei Concealer. Und die Bare With Me-Reihe ist ja eine recht neue. Ich erinnere mich, es gab mal so einen Primer, der ist ja auch total viral gegangen. Damals war so ein Beauty-Guru-Favorite-Produkt. Das war der in diesem riesengroßen Tiegel. Und ich mochte den nicht ganz so gerne, leider. Aber der hat halt nur Feuchtigkeit gespendet. Dann gab es das, glaube ich, von Balea gab es auch mal so einen Dupe dann dazu. Es war einfach so ein Gel. Es war so ein bisschen wie Wackelpudding. Jetzt gibt es aus der Bare With Me-Reihe Concealer. Und das ist das Concealer-Serum, infused mit Tremella Mushroom. Mit irgendeinem Pilz. Champignon Tremel. Ne, da ist Pilz drin. Ich habe ihn einmal in einer dunkleren Farbe gekauft. Einmal, um euch auch eine dunklere Farbe zu zeigen. Ich probiere in Zukunft euch inklusiver Shades zu zeigen, wenn ich die Möglichkeit habe, die Shades zu organisieren. Das ist die Farbe Camel und die swatche ich euch einmal ganz kurz. Oh, es ist sehr, sehr fein. Und daneben swatche ich euch einmal die Farbe, die ich für mich gekauft habe, Beige. Also, First Impression. So seht ihr mal zwei verschiedene Farben. First Impression, ich habe mir was ganz, ganz anderes vorgestellt. Ich dachte tatsächlich, dass das ein ganz, 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 ganz flüssiger Concealer ist. So sieht der extrem deckend gerade aus. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen gespannt, ob das Ganze vielleicht doch was sein könnte. Weil Serum, ne, das ist halt so diese Gewohnheit, wenn wir von Serien sprechen. Es ist leicht, es ist frisch, es ist flüssig, es ist weich und soft. Guess what? Ich möchte an dieser Stelle auch wirklich lobend erwähnen, dass die Shade Range bei NYX selbst in der Drogerie sehr, sehr inclusive ist. Sehr, sehr groß. Ich nehme jetzt hier erstmal das, was ich hier auf der Hand habe. Und wir machen mal so eine Schicht, wie ihr das machen würdet. Ich probiere meinen Content wirklich auch so ein bisschen an euch anzupassen, weil ich weiß, viele sagen, ich benutze zu viel Concealer. Das ist halt das, was ich mag. Und dann ist es nicht so
nicht so aussagekräftig. Ich nehme noch mal ein bisschen mehr. Das ist halt was ganz anderes, ne? Wir sind das halt gar nicht mehr gewöhnt, so Concealer erst auf die Hand zu geben und dann unter die Augen. Ich habe mir noch mal einen sauberen Schwamm und blende mir das Ganze ein. Also, ja, es hat eine recht hohe Deckkraft, mehr als gedacht, aber nicht so stark, wie ich es für mich gebraucht hätte. Er sieht aber sehr, 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 sehr schön aus. Auch die Shade Range an sich für mich war auch schon sehr, sehr gut. Und auch für dunklere Haut war die Shade Range im Laden gut. Ich lasse das Ganze mal so ein bisschen hier unterm Auge antrocknen und probiere jetzt gleich mit der Farbe Camel so ein bisschen zu bronzen bzw. zu konturieren. Ich nehme dafür einfach einen Real Techniques Brush und mische die beiden Farben so ein bisschen zusammen, dass es nicht zu dunkel ist. Und tupfe mir das dann hier schon mal ganz leicht drauf. Ist natürlich jetzt ein bisschen wärmer als eine Kontur. Ich probiere es jetzt wirklich eher so als Bronzer zu benutzen und gehe dann einfach mit dem Schwamm noch mal ein bisschen hier rüber. Ich blende mir einfach erst noch mal den Concealer hier aus. Also als Concealer sieht er eigentlich gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ich persönlich würde ein bisschen mehr Deckkraft bevorzugen. Ich glaube, dass das ein guter Concealer sein kann, wenn man wirklich so diesen No-Make-up-Make-up-Look macht. Und dann passt das tatsächlich auch wieder in die Linie. Mir gefällt dieses Bronzy gerade aber sehr, 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 sehr gut. Ich fixiere mir das Ganze einmal ganz leicht mit einem losen Puder. Wo ist mein Microfiber Multitool Mini? Egal, ich nehme einfach einen großen Puderpinsel und puder das Ganze an den Augen einfach mal ab und presse mir das dann so ein bisschen stärker hier hin und lasse tatsächlich, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt, dieser Bronzy-Effekt jetzt, ne? Ich hoffe, dass der farblich nicht so orange ist, wie ich ihn jetzt im Bildschirm sehe. In echt sieht das aber wirklich schön aus. Hinterlässt er halt so ein Glow, aber nicht so einen fettigen Glow, sondern so einen Skincare-Glow, was ich eigentlich persönlich sehr, 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 sehr gerne mag. Letizia, was ist das bitte für ein geiler Pinsel? Entschuldigung. Alright. Base gefällt mir richtig gut. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Das ist frisch, das ist gesund. Unter den Augen hätte ich ein bisschen mehr Concealer benutzen können. Vielleicht muss ich da auch noch ein bisschen anders arbeiten. Ich habe einen Hack gesehen gerade, der so ein bisschen viral gegangen ist. Da macht sie Concealer auf ihren Pinsel, lässt den einen Tag trocknen und dann macht sie Creme unter die Augen und dann geht sie erst mit dem Pinsel rein. Ich probiere das Ganze mal für TikTok die Tage aus. Ich habe aber hier noch diese NYX Highlight und Contour Pro Palette. Die gibt es ja auch schon seit 130 Jahren. Ich erinnere mich, ich glaube, das ist sogar noch die von Luisa Crashen. Die hat sie, glaube ich, mal. Nee, warte mal. Luisa war hier und wir haben gedreht in der Drogerie und haben sie dann vergessen und mussten dann nochmal zurück und haben die gekauft. Luisa, text. Und ich benutze jetzt wirklich diesen kühlen Ton hier. Arbeite mir das Ganze auch wirklich erst in der Hand ein, weil die sind super pigmentiert. Und dann kühle ich mir hier, nur hier hinten, so ein bisschen die Kontur ab. Ich liebe diesen Bronzy-Look gerade. Gefällt er euch auch oder bilde ich mir das jetzt hier nur ein? Also, ich meine das wirklich ernst, ne? Und gehe jetzt mit diesem hellen Puder hier vorne hin. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein Backstreet Boy gerade. Wow. Ich habe einen Blush. Ich muss sagen, ich war ein bisschen schock. NYX macht ja sehr, sehr viel TikTok-Werbung gerade und hat also wirklich jeden Elevator-Boy rausgekramt, den sie finden konnten für ein neues Produkt. Das habe ich auch und das habe tatsächlich das letzte bekommen. Die NYX-Theke war wirklich, wirklich ausgeräubert. Also sie machen es richtig gerade. Ich habe hier den Sweet Cheeks Matt Blush. Der ist zwar etwas dunkler, aber auch hier, ich kann damit ein bisschen leichter arbeiten und wenn ihr dunklere Haut habt, bringt es euch nichts, wenn ich euch immer nur einen rosa Blush zeige. Ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich mag ja diese dunklen Töne. Ich arbeite mir auch den hier hinten in meiner Hand ein. Das sieht richtig, richtig flawless hier gerade aus, ne? Schöne Farbe. Man kann ihn mit Sicherheit auch aufbauen. Ich will es jetzt nicht übertreiben, weil gerade gefällt mir die Base echt gut. Okay. Wow. Wir machen einen schnellen Augenlook und dafür benutze ich tatsächlich diese Palette. Ich nehme jetzt hier die Farbe aus der Palette und gebe mir den Ton in die Lidfalte. Das ist halt so ein richtiger Sommerlook. Ich könnte jetzt auch eine Strandhochzeit auf die Malediven fliegen. Einfach nur, um so ein bisschen meine Lidfalte zu betonen. Und dann gehe ich hier in diesen Schimmerton, gebe mir den ganz leicht hier rüber. Und jetzt, Freunde, da bin ich super gespannt. Vielleicht ist das hier nämlich ein Dupe zu Hourglass. Ihr kennt mit Sicherheit alle Hourglass-Produkte. Diese Palette beispielsweise benutze ich total gerne. Die ist halt einfach nur schweineteuer. Dieses Produkt hier ist das No Filter Finishing Powder. Und das hat ein Achtel gekostet, glaube ich. Oder ein Viertel? 15 € oder so.
Auch dieses Produkt gab es in verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt für die Farbe Light Beige entschieden. Das ist, ja, 1 zu 1 Hourglass. Hier ist das von NYX und daneben das von Hourglass. Das ist ein bisschen gelber. Das hat ein bisschen mehr Schimmer drin, aber wir gehen jetzt einfach mal mit einem Puderpinsel hier rein und setzen das punktuell einfach hier rauf. Oh yes. Und hellen so ein bisschen ein paar Stellen auf. Das gibt diesen Lichtreflex, ne? Ich würde den auch nicht ganz im gesamten Gesicht auftragen, weil ich finde, dann könnte es schnell zu viel sein. Aber für so einen leichten Touch gar nicht schlecht. Was sagen wir? Wie gefällt euch die Base? Wir können auch direkt weitermachen mit den Augenbrauen. Eigentlich wollte ich mir dieses transparente Augenbrauengel kaufen, gab es aber nicht. Deswegen habe ich das von den Elevator Boys gekauft. Das Thick It, Stick It Brow Mascara. Thickening Brow Mascara. Die macht, wie der Name wohl verlauten lässt, die Augenbrauen dicker. Ich weiß nicht, ob ich brünett bin. Ich gehe mal von aus. Ist ein Mascara-Bürstchen. Jetzt könnte es gefährlich werden, weil ich habe schon meine Base drauf. Und das sieht so aus, als wenn da so leichte Härchen mit drin. Thickening Brow Mascara. Okay, sie macht sofort Farbe. Sie macht sie natürlich jetzt dunkler. Meine Augenbrauen sind blondiert, muss man dazu sagen. Und gibt so ein bisschen Form. Vielleicht trocknet das Ganze an. Ich würde es fast vor der Base benutzen. Aber das ist halt so ein Natural Brow Effekt. Sieht aber gar nicht schlecht aus. Ich gebe mal noch ein bisschen Form in die Augenbraue rein mit einem Augenbrauenstift. Ist ein spannendes Produkt. Auch das würde ich persönlich eher benutzen, wenn ich so ein No-Make-up-Make-up-Look haben möchte. Also wirklich nur so ein bisschen Farbe in meine Augenbrauen geben möchte. Jetzt habe ich hier so einen Knick drin. I love it. Und jetzt, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, aber müsste. Also die kennt eigentlich jeder. Ich weiß nicht, ob nur die Farbe neu ist. Das ist die Farbe, weiß ich nicht. Gold Crusher. Gold Crusher. Das ist so ein sehr, sehr heller Ton. Ich hatte den hier schon in der Farbe Never Basic und ich wollte mal was ausprobieren. Ich liebe ja diese bestimmte Lippenkontur und gebe mir den jetzt hier mal rauf. Das ist dieser Shine Loud Lipstick. Davon brauchst du nur ein Mühe und dann hält es die nächsten 200 Jahre. Ich gehe jetzt mit diesem roten Ton in den Pinsel hier rein und nutze den als Lip Liner. Und ich dachte, der wäre brauner. Egal. Und der trocknet dann an und dann geht ihr mit diesem Gloss rüber und dann kriegt ihr das nie wieder ab. Und jetzt probiere ich diese helle Farbe aus. Yeah, wow. Der muss jetzt antrocknen. In der Zwischenzeit mache ich einmal Mascara rauf. Der wird dann so ein bisschen sticky, ne? Und schwand die Lippen. Und dann gehen wir mit diesem Gloss rüber. Das ist wie so ein Nagellack-Applikator. Und das ist so ein Gloss, den man nicht merkt. Der ist nicht so klebrig. Und jetzt kriegen wir das Produkt nie wieder ab. Und das ist der fertige Look mit den neuen NYX-Produkten. Ich muss sagen, ich fühle mich richtig, richtig gut. Es sieht sehr, sehr schön aus. Vor allen Dingen der Concealer hat sich sehr gut mit der Foundation zusammen verbunden. Der No Filter war toll, der Blush war toll. Das war ein Erfolg. Also diese Bare With Me Concealer, wenn ihr wirklich auf so dieses Soft Natural Make-up steht, ist es genau das Richtige. Ich würde den wirklich tatsächlich eher als so einen Bronzer benutzen, weil ich finde, das sieht richtig, richtig frisch und gesund aus. Ich bin super gespannt, wie euch dieser sehr natürliche Casual-Alltagslook gefällt. Schaut unbedingt bei iGral vorbei, wenn ihr ein bisschen Geld beim Online-Shoppen sparen wollt. Über 1800 Partnershops sind mit dabei. Link ist unten in der Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Tschüss!